jetzt auch wieder aus den Baschkräften wecken. Heute sind wir miteinander im mittleren Toggenburg unterwegs. Mal schauen, was uns erwartet. Ha! Das Girl mit dem güldenen Haar ist auch wieder dabei. Wir machen heute eine Wanderung für ihren Wandervlog. Erzählt Ihnen Fans, was Sie heute erwartet. Also heute gehen wir uralte Ahornbäume suchen. Die sind mehrere hundert Jahre alt. Und sagen mal abgepflanzt worden zur Hangbefestigung. Und ja, das wäre das Ziel unserer Begierde heute. Nachher werden wir noch grillieren, wenn wir einen von diesen Bäumen abholzen. Schaut dort den Hund, wie er schaut. Hinten geht gerade eine Eislawine runter. Es ist übrigens ein Nagelfluggebiet, unerforscht. Vielleicht finden wir noch Höhe. Wir sind jetzt ein ganzes Stück durch Toggenburger Landwirtschaftsgebiet durchgekommen mit kleinen Höfen. Da vorne haben wir den ersten Wasserfall. Gewaltig. Ein wunderschönes Wiesenbächli. Und hier oben ein Hof, wie aus Bauerleitung gesucht. Das Girl mit dem güldenen Haar. Sie geht jetzt gerade zu ihrer Hofwoche. Kommst du nicht raus? Ja, da wunderschönes Toggenburger Berggebiet. Da hinten sieht man auch Kurfürsten, oder würde man sehen. Hau. Und da der Berg. Sieht auch noch interessant aus. Hier nehmen wir einen gewaltigen Kuppel, aber es sieht nicht nach einer wunderschönen Alp. Es tut langsam zu, ich glaube, jetzt kommt dann der Schneesturm. Ja, wir stehen jetzt da unter dem Objekt unserer Begierde. Die Jahrhunderte alten Ahornbäume. Was hast du gesagt, für was sind die gepflanzt worden? Zum den Hang befestigen. So, mega Ding. Der ist erst von nähem. So, die Sonne umarmen. Jetzt sehen wir einmal, wie gross das Ding ist. Ein Riesending. Schauen wir mal. Mehrere hundert Jahre alt. Und 50 Hex von denen. So, wir müssen da schon weiter. Da unten steht schon die nächste Gruppe. Die wollen Instagram-Selfies machen. Ahorn an Ahorn. Ja, das ist so eine Art Felssturzlandschaft. Gerne mit dem güldenen Haar dringt jetzt tief in das Höhlensystem. Gehen wir mal rein. Ja, ich zwänge mich mal rein. Nein. Ein enger Schlupf. So, noch schnell einen Blick zurück. Jetzt haben wir es gesehen. Fertig. Jetzt machen wir unsere Buschkrafterwurst irgendwo. Ich hatte eigentlich als Frühlingswanderung angefangen und jetzt sind wir im tiefsten Winter. Wir riechen fast eiskalt. Aber nicht so kalt wie letztes Mal. Ja, wir sind hier im Dolinengebiet, das ist zwar Nagelfluh, aber es hat trotzdem Doline. Nagelfluh-Doline. Ah, Pfeif aus dem letzten Loch. Jetzt haben wir da so Stein, sieht aus wie eine Toblerone. Also mal ist es besser gegangen, das Girl mit dem güldenen Haar hat das Feuer angebracht. Oder haben wir da die obligate Wuschkrafterwurst im Kanton St. Gallen. Mit Senf. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen neben rausgegangen. Ein riesiges Bergsturzgebiet. Uralte Bäume. Zieht sich eine Wand Richtung Tal runter. Den Kalkstein würdest du jetzt nach Höhe suchen. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Abstieg. Da links sehen wir wieder die alten Ahorn. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Da vorne hat es noch einen Sakralbau. Es ist aber der falsche
von diesen Leuten, die von der richtigen Religion abgefallen sind. Im richtigen Kiel hat es einen Altar und einen goldigen Jesus am Kreuz. Wie war es? Super. Es waren schöne Bäume, schöne alte Bäume. Wir kommen im Frühling nochmal vor. Ja, das war eine super Tour. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.